Hallo liebe Fruchtbarkeitsfans, hier ist Anne und mich kann man heute nur hören, denn ich will euch etwas zeigen. Das Video heißt ja Alternative Menstruationshygiene unterwegs und ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht hier mit der Alex zum Thema freie Menstruation, was aber nicht für alle so gut umsetzbar ist, unterwegs vor allem, ja. Also klar gibt es oft überall Toiletten, aber nicht immer möchte man gerne auf alle Toiletten gehen. Und manchmal gibt es halt wirklich keine Toiletten unterwegs, ja. Oder man möchte einfach nicht so oft auf Toilette gehen und so weiter. So, für diese Fälle und für diese Tage gibt es ta-ta-ta-ta Menstruationstassen anstelle von Tampons und Wegwerfbinden. Die super Alternative zu Tampons, finde ich, hat im Prinzip fast nur Vorteile im Vergleich zu Tampons. Gibt es in zwei verschiedenen Größen. Hier Größe 1 und Größe 2. Ja, ist ein bisschen größer, die Größe 2. Empfiehlt sich für Frauen, die relativ viel Blutung haben, also sehr starke Blutung haben. Da passen jetzt 20 Milliliter rein. Hier ein bisschen weniger, hier glaube ich 10 oder 15 Milliliter. Hier steht es leider nicht dran. Ja, man führt die so ein, indem man die so einmal faltet und dann noch ein zweites Mal faltet. Gibt es auch verschiedene Falttechniken, aber ich verwende glaube ich immer nur diese eine hier. Und dann ja, führt man die so ein. Und dann im Inneren der Vulvina macht es dann so wie plopp. Und dann sitzt die so meistens an der richtigen Stelle, ja. Aber es kann sein, dass die manchmal so ein bisschen eingequetscht ist noch. Dann könnt ihr das so nachfühlen und nachtasten, ja. Ob das hier so eingebaut ist oder ob das wirklich richtig schön aufgegangen ist. Dann könnt ihr das nochmal ein bisschen nachjustieren und nachprüfen. Auf keinen Fall so weit einführen wie einen normalen Tampon, sondern das sitzt schon relativ weit vorne am Eingang, ja. Also das, ja, da kommt man relativ gut dann noch ran. Ja, das Prinzip ist also, dass das Blut hier von aufgefangen wird. Das ist ein, ja, wie so eine kleine Silikontasse aus 100% medizinischem Silikon und funktioniert auch ein bisschen mit Unterdruck. Also ihr seht, hier sind auch so kleine Löcher dran. Bei der hier auch. So. Und dadurch hält ihr im Prinzip, ja, an Ort und Stelle. Und wenn ihr das denn entfernen wollt, müsst ihr so ein bisschen mit dem Finger dazwischen gehen, ein bisschen den Unterdruck lösen und dann geht es relativ einfach wieder raus, ja. Kann sein, dass es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber ja, da muss man ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Fingerspitzengefühl und dann geht das. Ja, also super tolle Erfindung, finde ich, als Alternative zu Tampons. Trocknen, ja, trocknen nicht aus und ja, produzieren keinen Müll, ja, das ist ja auch so ein Ding. Und ich finde es super schick, halten auch ewig, also ich glaube 15 Jahre ungefähr im Schnitt. Ja. Probiert's mal aus. Unter dem Video findet ihr noch Links dazu. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, deine Anne. Ach so, das habe ich noch vergessen zu sagen. Bald ist mein Webinar Alternative Menstruationshygiene. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, findest du auch den Link hier unter dem Video. So, das war's jetzt aber von mir. Ciao.